Was ist denn mit ihr hier eigentlich? Ich muss auch mal langsam wieder ihre Schilder regenerieren. Wo ist jetzt der Observer? Ja, exekut. Ich weiß auch noch gar nicht, warum wir da immer nicht hin können. Kommen wir gar nicht hin, ne? Wir können auch gar kein Warp Prism bauen. Brauchen wir da echt Stargates für? Dann hätte ich die Mission anders angehen müssen eigentlich. Ah, ne. Für den Ruhm. So soll es geschehen. Die Templer rücken vor. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Was wünscht ihr? Salat. Was wünscht ihr, Salat? Gebt uns einen Ort. Danke. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Najakar Minar. So. Wir sind jetzt alle von diesen Viechern hingeflogen. Mineralienfeld erschöpft. Wobei, hier ist eigentlich noch genug. Ich muss jetzt eigentlich mal hier das da unten abreißen. Gebt uns einen Auftrag. Ja, Exekutor. Niemand kann uns aufhalten. Ich frage jetzt nur wie, weil dieses Ding hier das die ganze Zeit blockiert. Bei den anderen war es immer so, dass man da kurze Zeitpunkte hatte, wo das in Ordnung war. Aber wie sieht das so aus, als würde der für immer unverwundbar sein? Das wäre ein Bug, würde ich behaupten. Und das ist ja ein Reaktor. Das heißt, wir müssen den auch zerstören. Ich glaube einfach, weil der hier stuck ist, kann das sein. Oh oh. Oh oh. Lass mal hier ein bisschen was stehen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier angreifen können. Das ist suboptimal. Können wir den irgendwie vielleicht locken? Ich glaube, der ist hier einfach stuck. So, wir machen jetzt einfach Folgendes. Hier kommt doch ein Marine. Marine. Nee. Ich glaube, da nicht der Hammer hinten. Das sehe ich nicht, dass wir das hinkriegen. Das ist, glaube ich, verbuggt. Siehst du, wir müssen das Ganze nochmal machen. Aber ich mache das jetzt mal einfach hier weiter. Vielleicht ist der doch nicht verbuggt. Wir werden das sehen. Wenn es verbuggt ist, will ich das offscreen nochmal quasi machen. Vielleicht können wir mit die hier mal locken. Und vielleicht gehen. Hallo. So, guck mal, hier sind so Viecher. Hallo. Du musst doch jetzt mal auch hier mit deinem Schild machen. Das macht der gar nicht. Doch, jetzt hat er es gemacht. Ich glaube, dass der das einfach, dass der einfach verbuggt ist. Aber vielleicht können wir ihn ja von hier hin locken. Wir werden das sehen. Hallo? Könnt ihr vielleicht mal hier das zerstören? Das war ganz schön knapp hier. Gebt mir ein Zeichen. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Die Frage ist ja jetzt, wenn er jetzt hier quasi wegfliegt. Aber der fliegt halt nicht weg, der bleibt immer nur hier stehen. Dieser Atom
Also ich glaube, dass das ein Bug ist. Ich freue mich auf den Kampf. Die Tempelion wird angegriffen. Was wünscht ihr? Also hier geht's auch gar nicht hin, ne? Gleich. Nee, also das kriegen wir nicht zerstört. Wo bleiben denn meine ganzen Detektor? Ja, Exekutor. So soll es geschehen. Nun. Jo, jetzt kommt aber hier auch ganz schön viel. Wir dienen mit Stolz. Unser Denken gleich. Ja, Exekutor. Pylon wird angegriffen. Oh. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Die Schlacht wartet. Der Feind wird gerichtet werden. Für den Ruhm. Nur die Gläubigen. Nicht. Vor. Unser Denken. Ja, also wir werden ihn auf jeden Fall töten müssen. Nur die Gläubigen. Das sehe ich noch nicht. Niemand kann uns aufhalten. Wir haben ja jetzt fast alles. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Die Kämpfer rücken vor. Hor Salah. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Für den Ruhm. Man hört auf jeden Fall ein paar von ihnen. Nur die Gläubigen. Ich habe hier. So soll es geschehen. Vorwärts. Aber jetzt sind wir gleich mit unserem Latein am Ende. Weil also der hier fliegt halt noch hin und her. Das macht der hier unten halt leider nicht. Und das ist genau das Problem. Niemand kann uns aufhalten. So soll es geschehen. Wenn die hin und her fliegen, dann können die auch mal irgendwie halt gerade nicht richtig da sein. Aber der steht halt hier. Der ist einfach verbuggt. Die Schlacht wartet. Hor Salah. So, jetzt gleich. Und meint. Ich bin die Klinge von also, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt nur noch hier oben was. Hier waren wir schon, also nur noch da. Ja, und diese zwei Depots, aber die sind jetzt nicht so wild. Nein! Hier wieder keine Detection. Das Gefühl hier ist gerade eher schwierig. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Was? Ich muss mal einmal kurz regenerieren hier. Wo werden wir gebraucht? Ich weiß nicht, ob wir ihn hätten. Vielleicht können wir ihn auch doch noch mit R irgendwie weglocken. Jetzt kaum noch Gas in kann. Generell halt nicht mehr viel. Gebt uns einen Auftrag. Keine Detection mehr. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Mineralienfeld ist hier erschöpft. Was ist denn los? Ich darf ihn gar nicht bewegen. Unser Denken. Diese Base ist aber mal hart gesichert. Aber ich glaube, das ist die Base, die man gar nicht angreifen soll, ne? Wahrscheinlich deshalb.
Vielleicht wie irgendwas, was den disablen kann? Was wünschen? Ajur wird erneut und Mineralienfeld. Wo ist denn Talan da eigentlich? Najaka, Mina. Ja, Exekutor. Ajur. Der Feind. Gebt uns einen Auftrag. Israel ist drin. Aber kein Talan da. Die Templer rücken vor. Wo werden wir gebraucht? So, wir haben gleich nichts mehr an den Kampf. Najaka, ja, Exekutor. Wir dienen mit. Was wünscht ihr? Unser Denken reicht dir. So soll es. So, wir müssen uns jetzt aber mal einmal hier clearen. Für den Ruhm. Hor Salah. Upgrade durchgeführt. Die Templer rücken. Erschöpft. Heftig, wenn da immer ein neuer Push spawnt. Ich glaube, wir müssen hier nicht reinpushen. Aber wir kommen halt hier nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal ganz kurz den Test mit dem Fliegeding. Jetzt ist er hier ganz verbuggt. Upgrade durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. Nochmal von beiden hier ein. Aber ich glaube nicht, dass uns das hilft. Ja, und dann ist eben schwierig. Ich würde sagen, dann werde ich die Mission nochmal alleine spielen. Ohne euch und dann quasi das Ende dran cutten. Weil mehr passiert hier, glaube ich, dann nicht mehr. Wir gucken einmal nochmal. Einmal die Taktik. Fliegeding. Also er ist halt hier einfach verbuggt. Ich kehre zu den Höhen zurück. Und auch da, wir können ja hier nichts liften, aber... Ich meine, wollte ich jetzt spielen darf in dieser Mission. Kaliber. Der ist einfach verbuggt. Alle Systeme. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Cut wieder, wenn ich das hier nochmal alles geklärt habe. Ja, das habe ich gemacht. Es hat aber leider nicht geholfen. Die Mission blieb verbuggt, auch nach mehrmaligen Neustarten. Ich habe hier jetzt mal das, was danach passiert ist. Du magst den Replicator ausgeschaltet haben, aber wenn ich schon sterbe, nehme ich dich mit. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal wirst du fallen. Und dann gab es einen schönen, großen Bosskampf, den wir jetzt leider nicht sehen werden. Ich habe hier mal ein Material von einem englischsprachigen YouTuber genommen, den ich extra in der Verschreibung verlinkt habe. Ich werde euch aber den Bosskampf hier jetzt nicht zeigen, weil ich eben nicht das Material von demjenigen hier selbst einfach zeigen möchte, ohne dass ich das selbst erstellt habe. Ich musste mich aber leider irgendwo bedienen, um wenigstens den Storyteil zeigen zu können. Wenn ihr also diesen Bosskampf sehen wollt, schaut da gerne vorbei und guckt das da. Ich hoffe, dass in der nächsten Mission das Ganze nicht mehr verbuggt ist. Aber nachdem man den Bosskampf gewonnen hat, ging es dann natürlich hier nochmal weiter mit einer Cutscene. Damit ist deine Geschichte vorbei. Das Imperium existiert nicht mehr. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Shade. Was an deinen Streitkräften noch übrig ist, wird verschont. Aber aus diesem Sektor wird es verbannt werden. Ha, glaubst du echt, ihr habt gewonnen? Euer kleiner Sieg ist letztlich bedeutungslos. Wir haben unseren Zweck erfüllt. Möbius war niemals mehr als eine Ablenkung. Eine Ablenkung? Was wollte der Replikant vor uns verbergen? Eine Ablenkung, die es dem Replikant ermöglicht, sich frei zu bewegen, ohne dass wir was mitbekommen. Aber wer... Oh nein. Was ist Hierarch? Ich weiß, wen der Replikant kopiert hat. Wir müssen sofort los. Es ist an Bord der Hyperion. Ah, ich kann deine Angst spüren, Artanis. Du wirst scheitern und ich werde meine Rache bekommen. Rache an all denjenigen, die das UID zerstört haben. Manchmal ist das ganz gut, wenn man vorher schon weiß, was die sagen werden. Dann kann man wenigstens alles mitsprechen. Ja, das war es jetzt mit dieser etwas komischen Mission, die leider etwas verbuggt war hier an Seiten von mir, beziehungsweise bei mir einfach sich nicht spielen ließ in der aktuellen Spielversion. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß dran hattet an dieser Folge. Ich hoffe, dass die nächste Mission das nicht mehr so problematisch stellt, dass wir da das Ganze nochmal spielen können. Hier oben rechts dürft ihr die Folge klicken, unten rechts den Aspekt formieren und wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.